fällt. Und jetzt buddel ich mich in die Mitte rein und setze über mir ein Block. So. Da wir ein 9x9 Feld gemacht haben, upsa, wollte es gerade sagen, können wir auch überall so einmal abbauen. Okay. So, jetzt haben wir hier zumindest schon mal so einen kleinen Raum. Ich habe zwar keine Fackeln, ich bin nämlich sehr schlau. Kannst du mir Fackeln machen? Mit was denn? Mit einem Stück Kohle aus dem Ofen. Ich brauche nur 4 Stück so. Warte, ich hole sie mir ab. So. Die Stelle müssen wir uns jetzt merken, liebe Leute. Und ihr habt ja gesehen, wir haben dadurch jetzt da unten einen Luftraum erschaffen. Wodurch wir unter Wasser also arbeiten können. Ja. Danke. Stock und das und das. So, okay, super, danke. So, und jetzt gehen wir da wieder runter. Ich hoffe, ich finde das auf Anhieb. Ja, da vorne ist der Eingang. Ist ja gar nicht so schwer zu finden. Und jetzt können wir das Ganze hier erweitern. Aber ihr müsst eben immer auf eure Luft aufpassen. Aber ihr kommt halt schneller wieder hoch. Also ihr kriegt schneller Luft. So. Und jetzt könnt ihr die Plattform hier erweitern. Am besten den ganzen Sand entlang, weil ihr wisst ja, Sand fällt runter. So. Da meinetwegen. Dann gehen wir hier runter. Ups. Okay, wir haben kurz einen mitbekommen, aber das ist ja nicht so schlimm. Dackel übrigens nicht vergessen, weil hier unten können auch Monster spawnen. So, und da war jetzt zum Beispiel noch nichts. War ich jetzt sehr schlau, habe ich in die falsche Richtung gegraben. Komme ich da auch gar nicht hin. So. Komm jetzt. So. Und da machen wir jetzt auch zu, damit wir hier in Ruhe laufen können. So. Jetzt können wir hier graben. In Ruhe graben. Seht ihr das? Wir sind hier unter Wasser und können trotzdem den kompletten Sand abgraben. Da wir ja keine Insel haben, wo wir das machen können, bleibt uns ja nichts anderes übrig. So. Ich grab jetzt einfach mal trotzdem Wasser hier einfach mal weiter. So. Und jetzt mache ich das Ganze hier wieder von außen so ein bisschen zu. So, so, so. So. Und so. Und schon läuft das Ganze wieder ab. Okay, da ist noch irgendwo eine Lücke. Ups, ja. Machen wir es erstmal so mit Sand. Und dann können wir jetzt hier in Ruhe den restlichen Sand wieder abbauen. So einfach ist das eigentlich. Das haben wir übrigens schon ziemlich oft so gemacht. Sonst hätten wir ja nicht schon so viel Lehm und Sand und die ganzen Ziegel und sowas. Das mussten wir also schon ziemlich oft anwenden, diesen Trick. Ja, das stimmt. Auf unserem Haus ist ein Creeper. Sag ihm doch mal, grüß ihn doch mal nett von mir. Nö. Nur die Scheiße ist, der kommt in unser Haus rein. Sich gerade mit Entsetzen feststellen. Mach mal mit Erde dicht. Ja, irgendwas musst du auf jeden Fall benutzen. So, und jetzt mache ich hier übrigens erstmal nicht mehr dicht, weil wir jetzt hier erstmal abbauen können. Auch wenn wir jetzt hier unter Wasser abbauen. Denn das kann man natürlich alles nachholen. Das kann man beliebig weit ziehen. Das können wir hier über den ganzen Ozean ziehen. Und dann bleibt hier einfach nur dieser Raum am Ende stehen. Und wir haben uns das Ganze, den ganzen Sand und auch, jetzt ist hier eine Krake drin, egal. Und natürlich auch mit dem Lehm können wir natürlich dann auch arbeiten. So. Und so. Man muss nur gucken, dass man... was ist denn jetzt los? Wer haut mich? Hatte ich keine Luft mehr? Man muss halt nur gucken, dass man genügend Dreck oder sowas dabei hat. Weil ansonsten funktioniert das Ganze natürlich nicht. Aber ist sehr effektiv. Auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, ob ihr das nicht schon mal gesehen habt oder ob euch das selber schon eingefallen ist. Das habe ich nämlich nirgendwo anders bis jetzt gesehen.
diese Technik, deswegen, aber ich habe auch noch nirgendwo anders bis jetzt so eine Map gesehen, wenn ich ehrlich bin. Die gespielt wurde zumindest. So. Und weil uns jetzt ein bisschen Dreck fehlt, können wir ja hier unten natürlich auch beliebig viel Dreck noch wegkloppen, weil nach unten hin ist ja sowieso egal. Zumindest für jeden, der Minecraft kennt, der weiß, dass es nach unten hin egal ist. Es sei denn, man ist halt auf einer Lava-Ebene und boxt sich durch Stein durch. Dann fällt man auch mal gerne. Komm, du Enderman. Hacke. So. Der hat wieder hier irgendwo was geklaut. Und da hat sich die nächste... Das könnte auch eine super Krakenfangmaschine werden. Man müsste das nur beliebig groß machen. Da kommen die ganzen Kraken hier rein. Und nie wieder raus. Weil sie gegen die Strömung nicht ankommen. Auch sehr lustig. So. Kurz wieder Luft holen. Oder? Was war das? Reaper. Hat sich sehr dumpf angehört. So. Ja, also ihr seht, wo das Ganze hinführt. Das kann man unendlich erweitern. Das hat echt kein Limit. Da seid ihr völlig frei in eurer Vergrößerungsgestaltung. Ist noch, hier kommt noch irgendwo Wasser rein. Oder meine ich das nur? Da war Kohle. Denn hier los? Hat sich Wasser gesammelt. Unten an unserer Hütte meinst du, ne? Ja. Mhm. Hab ich auch schon gesehen. So, hier holen wir uns jetzt auch noch eben den Lehm weg. Mal gucken, dass wir da uns auch so einen Tunnel hingraben, weil das reicht nicht aus, die Luft. Weil das ist nicht wenig, was da ist. Ja. Ah, diese Endermänner, ne? Wie ich die hasse. So, hier müssen wir einfach mal Plattform erweitern. Also das muss man halt immer mal wieder machen. Sonst bringt das Ganze nichts. Und ich hoffe, ich werde jetzt nicht von der Krake hier... Oh, scheiße. Krake bringt uns hier gerade um. Ah, das war nochmal... Da sind wir nochmal glimpflich davon gekommen. Ja, ich weiß gerade leider nicht, wo du bist, sonst konnte ich dir helfen. Ja, nee, es, die tun einem ja nichts. Das Problem war nur, die hat uns hier festgehalten. Unsere eigenen Bude hier. So. So. Ich habe schon wieder keine Erde. Jetzt muss ich hier erstmal wieder ein bisschen Erde schaufeln. Naja, ist halt relativ unspannend. Tut mir auch leid. Aber was wollen wir machen? Das gehört dazu, ne? Naja, zu unserem hier eigentlich nicht, ne? Ist ja kein Let's Play, aber vielleicht war das mal sehr interessant zu sehen. Und jetzt muss ich das halt noch ein bisschen weitermachen. Nicht so viel jetzt, aber ein bisschen. Dass wir noch ein paar Lehmklumpen bekommen und natürlich auch Sand. Uah. Und hier unten seht ihr, was ich meine. Da fällt man ganz schnell mal in eine Höhle. Das scheint sogar eine bekannte Höhle zu sein, weil da sind Fackeln. Aha. Gegen die Strömung. So, jetzt mache ich das hier mal wieder zu. So. Und da ist schon wieder eine Krake. Das ist echt lustig. Die verirren sich hier richtig lustig hinein. Also das muss man sich mal, muss man mal merken, wenn man so schwarze Tinte braucht zum Färben. Mhm. Da muss man hier unten so eine Krakenfangmaschine bauen. So. Müsste eigentlich das Wasser hier komplett ablaufen und das tut es auch. Und dann können wir uns hier das wieder rausholen. Mal wieder eine Fackel setzen. Ich mache die mal dahin. Ah, okay. Hier ist Sand. Da müssen wir aufpassen. Weiß nicht. Ah. Hatten wir dicht gemacht. Aber wollten wir jetzt die Wand nicht aus Glas machen?
Ja, aber wenn ich schon einmal hier unten bin, dann kann ich das Lehm noch mitnehmen. Nee, nee, ich meinte, weil du sagtest, ich soll hier. Nee, die dritte Bretter. Etage. Ich dachte an eine dritte nochmal da drauf. Ach so, und das ich soll dann so eine. Gedacht, ich hätte dann. Alles klar, nee, nee. Alles gut. Oder was meinst du? Also, es war so meine Idee. Nee, das hört sich gut an. So eine dritte Etage obendrauf, wo dann eben. Dieser Ausblick im Prinzip ist. So. Und jetzt gehen wir noch eben hier hinten hin. Hier haben wir ja auch noch ein bisschen was. Weißt du was? Ich könnte eigentlich mal die Scheren nehmen. Oh. Noch eben. Komme ich hier gerade nicht raus? Ah, jetzt. So. Am besten auch so ein bisschen so daneben. Da hinten ist noch mehr. Das holen wir uns aber jetzt nicht mehr in dieser Aufnahme. Das machen wir dann wahrscheinlich mal außerhalb. So. Jetzt können wir hier auch in Ruhe, wenn wir hier abgetrieben sind, so, noch das restliche Zeug hier rausholen. Da war nichts mehr. Nein. So, ja, ich hoffe, das hat euch so einen kleinen Einblick gegeben, was wir hier so für Mühen haben, das alles aufzubauen. Zeigen zwar immer viel oder haben am Anfang auch immer viel in den Intros gezeigt, wie wir das so alle gemacht haben, aber wir wollten euch natürlich nicht immer das Gleiche zeigen, was ja auch logisch ist. Und das hier ist, haben wir sehr oft gemacht. Besonders für das Haus, was wir als zweites gebaut haben und besonders auch für den Leuchtturm, ja, mussten wir das ja so oft machen. Weil da war ja ohne dem ganzen Lehm eh nichts möglich. So, und jetzt haben wir hier so eine schöne Hütte im Prinzip. Könnten wir hier auch so eine unterirdische Bude vielleicht irgendwann mal draus bauen. Wäre doch auch mal lustig. Und das ist ja auch der Grund, warum wir nicht so viele Folgen in der Woche raushauen können. So sieht's nämlich aus, weil wir haben hier noch so viel Arbeit mit diesem ganzen zusätzlichen Buddeln und Graben und was weiß ich nicht. Das ist einfach dann zu viel. Da können wir nicht noch täglich Minecraft raushauen. Wir machen meistens jetzt hier so eine Aufnahme. Daraus machen wir so 4, 5, 6 Folgen. Genau. Und dann war's das eigentlich auch schon. Und das machen wir dann so in 3 Wochen, hauen wir die dann so raus. Das reicht, weil das ist, wir haben ja auch noch andere Projekte, ne? So. Das, so sieht's aus. Wie viel fehlt denn? So sieht's aus. Mach mal 16. Ich hol mal, haben wir noch Glas im Keller? Musst du gucken, ob wir noch Glas im Keller haben. Müssen wir doch noch haben, oder? Möglich. Jawohl. Dann können wir oben ja auch schon mal wieder so ein bisschen Glas reinklatschen. Wo kommen denn nochmal die Pfeile rein? In die Waffentruhe. Ah. So, hier kommen Sand und Sandstein packe ich hier auch mal mit rein. Das schreibe ich auch hier mit drauf. Plastisch. Sand, Sandstein. Ein Zieh. Ich würde auch sagen, dass wir jetzt gleich mal die Aufnahme beenden. Deine. Ja, ich mache jetzt nur noch, ich guck mal oben, was hier die, dass die Fenster oben sagen. Ich habe gerade am Hungertod. Ess mir mal 5 Äpfel. Alles gelagert, also ich bin ready für beenden. Wir müssen dann auch noch einen Aufgang machen, ne? Ja, ich habe mir jetzt hier innen gerade eingemacht. Oh, wie, was hast du gemacht? Ja, ich bin da jetzt hier gerade hier oben. Und gucke gerade mal, wie man die Fenster setzen kann. Ja, das können wir ja alles dann wieder außerhalb der Aufnahme dann besprechen, wie wir was setzen. Ja. Und machen. Ich habe hier innen schon mal so einen kleinen Aufgang gemacht. Oh denn? Den habe ich gar nicht gesehen. Hier. Ich bin da hier oben.
Ja, nicht von da innen. Ach so, ja, okay. Na, ich mache jetzt hier noch Ich einen. habe schon überlegt, ob wir nicht den Aufgang hier einfach erweitern sollen, den wir sowieso schon haben, in den Keller. Autsch. Warte mal. Würde sich doch eigentlich anbieten. Oder? Was meinst du? Ja, ich schau mal. Würde sich anbieten, ne? Ja, definitiv. Alles klar. Kann man das ja hier? Ach verdammt, das habe ich. Ah ne, das kann man ja von. Ja gut, Ja. dann wäre es das erstmal von unserer Seite. Ich hoffe, ihr hattet auch euren Spaß, denn Ja, wir und hier hatten sieht ihn. man ganz schön, ganz kurz noch die Maserung vom Sandstein. Ja. Ich finde, das sieht richtig, richtig super aus. Schönes Texturenpaket auf jeden Ja. Fall. Richtig schön. Ach so, vielleicht nochmal einen schnellen Blick auf die Bauernhütte. Die hatten wir nur so flüchtig gezeigt, und dabei war das ja eigentlich Ja, unser ne? Hauptprojekt. Von innen haben wir die ja auch noch gar nicht gesehen, ne? Ja gut, ist ja nichts. Da Wir haben wir waren ja ja noch gar nicht reingeguckt. drin. Aber so seht ihr jetzt nochmal, wir zeigen jetzt nochmal schnell das Bauernhaus und damit beenden wir auch die Aufnahme. Wir sagen auf jeden Fall schon mal Tschüss und auf Wiedersehen. Viel Spaß noch mit dieser kleinen Rundführung. Ja, auch von meiner Seite viel Spaß noch mit der kleinen Rundführung. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, ne? Nicht verpassen. Tschüss.